Hallo Leute und willkommen zurück zu Die Säulen der Erde. Wir befinden uns jetzt in Kerka und werden nochmal mit Bartholomäus sprechen. Vater! Ehrlich, schnell, hol ihm was zu trinken! Okay, das werde ich machen. Eimer, ja, der ist ja super dreckig. Was für ein Gestank. Ist das nur Wasser? Was ist da drin? Wo kommt das Wasser her? Es stinkt nicht so schrecklich wie alles andere hier. Hier ist Wasser. Gib Vater was davon. Ja, aber wie soll ich das denn? Haben wir hier noch irgendwie irgendwas? Ein schrecklicher, saurer Geruch. Das Trippeln von Ratten. Wie können Sie ihn hier schlafen lassen? Ob der König das weiß? Wenn er es weiß, dann ist er nicht besser als William Hamley. Nee, das ist er ja auch nicht. Hört auf! Alle Beine! Okay, haben wir denn irgendwie eine Art Gefäß, Vaters Dolch? Ich weiß nicht, gibt's denn hier noch irgendwas? Tür, ja gut, der Eimer, das ist nur Richard. Können wir denn noch mal raus? Nein, sie werden uns vielleicht nicht wieder reinlassen. Ja, das stimmt wohl. Ja, aber ich brauche doch Wasser. Wo kommt das Wasser her? Ich brauche etwas, um das Wasser aufzufangen. Ja, natürlich brauchst du das. Natürlich, aber was? Können wir irgendwie noch weiter hier reingehen? Nicht, dass ich da irgendwas verpasse, aber nein. Er sieht aus wie ein Skelett. Wie können Sie ihm das antun? Vater! Okay, Dolch, können wir damit irgendwie... Ich will lieber niemanden beunruhigen. Nee, ich hatte jetzt gehofft, dass sie damit das Heu irgendwie so ein bisschen zur Seite schiebt. Das ergibt keinen Sinn. Penny da rein ergibt keinen Sinn. Penny und was? Nee. Damit kannst du ja nichts auffangen. Vater den Dolch geben? Nee, lieber nicht, ne? Richard? Er versucht es nicht zu zeigen, aber er hat Angst. Ja, natürlich. Er hat allen Grund, sich zu fürchten. Eimer, was ist damit? Warum kippt sie denn nicht aus? Ich brauche es. Ja, und das Heu geht lieber nicht. Lieber nicht. Schrecklicher Geruch. Nein, wir müssen gut mit unserem Geld umgehen. Nee, das ergibt keinen Sinn. Ja, ich kann dem Vater auch nicht den Dolch geben oder den erstechen. Das geht ja mal gar nicht, ne? Ah, da ist ein Krug. Ist das ein Topf? Den habe ich nicht gesehen vorhin. Aber das ist doch schon mal was. Hat einen Sprung und ist dreckig. Ja, gut, aber ein Sprung ist jetzt erstmal nicht so schlimm, oder? Dann kann sie doch erstmal zuhalten für den kurzen Weg. Beeil dich, Ellie! Ja. Das Wasser riecht muffig. Egal, Vater, trink das Wasser, los. Danke. Kinder, als die Hamleys mich herbrachten, habe ich 50 Byzantiner in einem Geldgürtel unter meinem Hemd versteckt. Ich gab sie einem Priester. 50? Welchen Priester? Ich kenne seinen Namen nicht. Ich gab ihm den Geldgürtel und flehte ihn an, ihn sicher für euch zu verwahren. Es war nahe beim Westtor. Okay, wir müssen dich frei bekommen. Was sollen wir dann tun? Erst müssen wir dich frei bekommen. Vater, dieser Ort wird nicht gut bewacht, wenn der König fort ist. Mit ein paar Mann könnte ich dich hier rausholen. Nein! Daran ist überhaupt nicht zu denken. Eure Tante Edith lebt im Dorf Hartley, an der Straße nach Gloucester. Dort geht hin. Richard, du wirst Schildknappe deines Onkels, Sir Simon, werden. Du wirst die Fertigkeiten des Rittertums erlernen. Aliena, du wirst bis zu deiner Verheiratung Tante Ediths Kammerzofe sein.
Was ist mit dir? Ich werde in dieser Zelle sterben. Das lassen wir nicht zu. Das müsst ihr. Bevor ihr geht, werdet ihr mir beide einen Eid schwören. Oh, jetzt kommt das wir mit dem König, nicht ne? Einfach hier lassen. Dass wir den nicht anerkennen ihr sollen. Könnt. Und ihr werdet. Richard, zieh dein Schwert heraus. Lege deine Hand auf das Heft, mein Sohn. Schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, bei Jesus Christus und allen Heiligen, dass du nicht eher ruhen wirst, als bis du Graf von Schiring und Herr über alle Ländereien bist, über die ich als Gebot. Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, bei Jesus Christus und allen Heiligen, dass ich nicht eher ruhen werde, als bis ich Graf von Schiring und Herr über alle Ländereien bin, über die du einst gebotest. Jetzt du, Aliena, schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, bei Jesus Christus und allen Heiligen, dass du für deinen Bruder Richard Sorge tragen wirst, bis er sein Gelübde erfüllt hat. Ich will nicht für Richard Sorge tragen, aber ich will dich nicht hier lassen. Ich schwöre. Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, bei Jesus Christus und allen Heiligen, dass ich für meinen Bruder Richard Sorge tragen werde, bis er seinen Schwur erfüllt hat. Gut. Und nun an braucht ihr nie wieder hierher zu kommen. Sag das nicht. Ihr habt mir versprochen, zurückzugewinnen, was uns zusteht. Heute werde ich meine Sünden bekennen. Betet für meine Seele. Geht jetzt. Oh Mann. Wir müssen jetzt gehen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, ihm eventuell den Dolch zu geben. Also ich weiß ja nicht, was passiert. Vielleicht passiert jetzt gar nichts. Vielleicht kommt sie auf die absolut dämliche Idee, ihn zu erstechen, was ich auf gar keinen Fall möchte. Aber vielleicht möchte er sich selbst das Leben nehmen. Vielleicht ist das irgendwie besser für ihn. Ich probiere das jetzt. Wir müssen jetzt gehen. Ah, okay. Es funktioniert erst gar nicht. Ja gut, komm, dann... Dann gehen wir. Richard. Richard, wir müssen gehen. Wir müssen gehen. Wache! Öffne die Tür! Finde Bartholomäus Geld. Er hat es einem Priester gegeben. Percy Hamley, Bischof Walleran, guten Morgen. Ellie, Sie sind es, da drüben, die Hamleys. Ja, ihr solltet mal abhauen, ich oder? Ich danke euch für eure Unterstützung in Kingsbridge, mein Sohn. Wir haben euch zu danken. Ohne euch wären wir heute nicht hier. Stimmt's, Mutter? Natürlich. Jetzt steht da nicht so rum. Komm, wir gehen, aber ganz ruhig. Sie dürfen uns nicht sehen. Stehen aber im Endeffekt direkt daneben, ne? Oh, Kinder, entschuldigt. Oh, hallo. Philipp, wir sind auf der Suche nach dir. Das wissen die nur noch nicht, dass wir ihn suchen. Jetzt fehlt nur noch einer. Ah, hier ist er.
Fahndungsplakat? Was? Jetzt haben die schon ein Fahndungsplakat rausgegeben? Belohnung für die Ergreifung von Aliena und Richard von Shiring. Kinder des Verräters gegen die Krone Bartholomäus von Shiring. Vergehen, Pferdediebstahl und möglicher Verrat. Mädchen, schlank, lockiges braunes Haar. Junge, schmächtig, kurzes braunes Haar. Ihm fehlt ein halbes Ohr. Belohnung von 5 Kronen pro Kopf. Auslieferung an den Vogt von Shiring. Ellie! Ellie! Diese schrecklichen Leute wollen zusammen zum König gehen. Wir wussten das vorher, nicht wahr? Ja, ja, sicher. Vater hatte recht. Die stecken alle unter einer Decke. Die Hamleys, der König, sogar die Kirche. Glaubst du, dass Vaters Priester auch dazu gehört? Wir müssen ihn erst finden. Dann werden wir es wissen. Ja, aber das war der doch, ne? Vater gab sein Geld einem Priester am Westtor. Also ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Ich gehe aber davon aus, dass es doch hier der Vater Philipp war, oder nicht? Und der ist jetzt gerade da und da können wir nicht hin. Mönche. Entschuldigt? Oh, noch mehr Pilger? Wie wunderbar, Bruder Bernardus. Heißt das, wir können jetzt zur St. Swithin-Kathedrale gehen? So Gott will. St. Swithin wird meinen Fuß heilen. Oh! Und meine Augen, Bruder Bernardus. So Gott will. Aber wir sind keine Pilger. Wir suchen einen Priester, den unser Vater hier am Westtor getroffen hat. Es war vor etwa 3 Wochen. Tut mir leid, Kinder. Wir sind gerade erst angekommen. Wir sind hier, um am Schrein von St. Swithin zu beten. Gewiss wird St. Swithin auch dein Ohr heilen, mein Junge. Ja, ganz so bestimmt. So Gott will. Oh, au. Ich bin so froh, wenn mein Fuß geheilt wird. Kannst du schon die anderen Pilger sehen, Bruder Bernardus? Noch nicht, Bruder Peter, noch nicht. Ja, okay, das war jetzt nicht sonderlich hilfreich, ne? Wir kommen aber auch nicht raus, wir oder? Wir können noch nicht gehen. Nee, alles klar. So, was ist hier mit den Frauen im jüdischen Viertel? Ah, seht euch diesen jungen, hübschen Mann an. Oh. Guten Tag, meine Damen. So höflich. Und seht mal, er hat sogar einen Schmiss am Ohr. Okay. Gefällt dir, was du siehst, Kleiner? Ja, geht so. Du kannst uns alle beide haben, wenn du zahlen kannst. Habt ihr einen Priester gesehen? Unser Vater ist ihm hier am Westtor begegnet. Er schuldet uns Geld. Au, oh, von dem redest du? Daher hat er das ganze Geld. Was? Er hat Mary sogar das Kleid bezahlt. Erst wollte er ja nicht. Aber nachdem sie ihm den Kahlkopf gestreichelt hat... Wo ist der Priester? Wie heißt er? Weiß nicht, wie er heißt. Ihr findet ihn in so einer Kneipe. The Boar, am Nordtor. Stinkt wie Pisse da. Soll ich's dir mal zeigen, Hübsche? Wie man mit einem Mann vögelt? Oder einer Frau? Nö, mit lass mal. Mit einem so süßen Mund könntest du ein Vermögen verdienen. Aber in einem Jahr siehst du aus wie ich. Ach ja, die Dirnen von Winchester. Ein Priester hat eine Menge Geld in einem Gasthaus namens The Boar ausgegeben. Hä? War das doch nicht der Philipp? Welcher Priester war das denn? Was haben... Achso, hier ist The Boar. Sieht zumindest so aus. Ja, da ist ja auch das Nordtor. Hier ist der Markt. Da ist jetzt jemand. Ich möchte aber erstmal noch wissen, was ist hier hinten noch? Niemand. Und da unten wäre jetzt auch einer. Ich gehe jetzt erstmal zum Markt. Glaubst du, er lässt uns zusehen? Er kann mit ihnen machen, was er will, solange die Kohle stimmt. Ihr spielt Verstecken mit 2 Kindern. Ihr solltet uns dafür bezahlen. Oder macht es euch keinen Spaß? Oh, ein Riesenspaß. Ach, ich raff das jetzt erst. Das ist dieser Ju. Da sind sie ja. Ja, da weg drin. Hier. Das sind ja die, die uns Na, suchen. Ihr beiden, ab nach Hause mit euch. Euch erwartet eine Menge Ärger. Bleibt von uns weg. Ellie. Oh, oh. Nein. Das war's wohl. Wir haben euch. Und? Wieder Game Over? Wahrscheinlich, ne? Ja, Game Over. Okay, war natürlich keine besonders schlaue Idee, hier hinzugehen. Aber ich habe ihn jetzt auch gar nicht sofort erkannt. Das ist der Walter, ne? Genau, die haben da so eine kleine Straßensperre. Komm ich denn von hier tatsächlich zum The Boar, dass wir nicht da lang gehen müssen? Nein! Nein, nein, nein! Ah, die wollen... Ah, Moment. Die wollen unbedingt da lang. Kann das sein? Gasthaus. Ein weiteres Gasthaus, The Boar. Anscheinend geschlossen. Ah,
Jetzt gehen Sie doch da hier lang. Sind wir richtig. Aber es ist geschlossen. Entschuldige bitte. Wir suchen einen Priester, der uns Geld gestohlen hat. Es heißt, dass er häufig hierher kommt. Ein Priester? Tut mir leid, Kinder, aber ich kann mich an keinen erinnern, auf den die Beschreibung passt. Aber dieser kleine Stallbursche könnte es wissen. Er kennt jeden, der hier kommt und geht. Wo können wir ihn finden? Wenn er nicht in The Boar ist, macht er Gelegenheitsarbeiten in der Stadt. Immer auf Zack, der kleine Kerl. Trägt eine grüne Mütze. Schnucklig, sage ich euch. Aha. Okay, ein Stallbursche vom Gasthaus The Boar kennt den Priester vielleicht. Er trägt eine grüne Mütze. Na gut. Also, da ist er doch. Da ist er doch, der Stallbursche. Schau, nein, nicht da lang. Wen haben wir denn? Sie sind hier. Nicht da lang, nicht zum Rolltag. Können wir nicht einfach hierher gehen? Verdammt, Sie sind entwischt. Ha, sehr gut. William wird stinksauer sein, wenn er das hört. Ja, das war jetzt easy, ne? Wir können auch einfach hier lang und dann da unten durch. Dann von mir aus dahin. Und dann hierhin. Und da auch nicht hin, ne? Das ist nämlich der andere Typ, dieser Ugly, heißt der ja, glaube ich. Nein, warte doch mal, wo geht ihr hin? Ihr sollt hier zum Stallburschen. Das kommt davon, wenn man mit Blödmännern arbeitet. Wie soll ich dieses Fass heben, wenn es zweimal so schwer ist wie ich? Lass mich helfen. Sehr eindrucksvoll. Vielen Dank dafür. Total ich begeistert. Sag's ihm ja immer. Wenn ihr wollt, dass ich euch das Lager auffülle, dann macht die Fässer nicht so randvoll. Also, was wolltet ihr wissen? Kennst du einen Mönch, der häufig im Boar zu finden ist? The Boar? Ich hab da schon mal gearbeitet. The Boar, The Lazy Mare und zwei private Küchen. Ihr redet über Vater Ralf. Ich dachte, die Frauen hätten ihn bis aufs Blut ausgesaugt. Aber irgendwie ist er immer wieder mit mehr zurückgekehrt. Aber er gibt es nur für Bier und Frauen aus. Nie ein Trinkgeld für mich. Wo können wir ihn finden? Er ist Priester an St. Michael. Eine von den Kirchen hier. Ah, okay. Wo ist sie? Nahe beim Osttor. Aber sucht ihn nicht am Altar. Er hängt meist in der Gasse dahinter rum. Danke. Du hast uns sehr geholfen. Gern geschehen. Man sieht sich. Dann war das wohl wirklich nicht der Philipp. Vater Ralf, die Kirche St. Michaels hat vermutlich unser Geld. Ja, gut. Wo ist denn jetzt hier noch? Was hat er jetzt gesagt? In der Nähe vom Osttor, ne? Ist doch hier. Da ist noch eine Kirche. Die ist auch mehr oder weniger in der Nähe vom Osttor. Geh, Ellie. Frag den Mann da. Ich weiß nicht. Er betet. Kann ich euch helfen? Vielleicht. Kennt ihr den Priester dieser Kirche? Vater Geroldus, natürlich. Er bat mich, hier nach dem Rechten zu schauen, während er mit dem Bischof in Rom ist. Ist er schon lange fort? Gegen Wintersende sind sie abgereist und haben gehofft, vor Pfingsten zurück zu sein. Danke. Der kann es nicht sein. Nee. Er ist schon zu lange aus der Stadt. Ja, vor allem heißt er Geroldus. Wir werden den Mann schon finden. Da bin ich mir sicher. Ist das denn hier noch eine Kirche? Nein. Ich kann ja mal so gucken. Da ist die Münze. Da ist der andere Typ. Da ist der Stallbursche. Hier ist die Kathedrale. Moment, was denn? Ach, hier hinten. Kirche. Ja gut, das ist dann auch tatsächlich nah vom Osttor. Winchester, Hintergasse. Seid ihr Vater Ralf? Und wenn's so wäre, was dann? Heißt das ja? Ich denke schon. Er ist der einzige Mönch hier in der Gegend. Was wollt ihr? Ich bin der Sohn von Bartholomäus, dem Grafen von Shiring. Na und? Überlass Richard das Reden. Nee, nee, lieber nicht. Unser Vater hat Geld bei euch hinterlegt. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wie meint ihr das? Wie ich es sage. Ich weiß nicht, wovon du redest. Und jetzt raus mit euch. Gebt uns unser Geld, Mönch. Ihr seid dabei, eine große Sünde zu begehen. Richard muss das allein tun. Ja, soll ich ihn mal was machen lassen? Vielleicht bringt's ja was, also... Ihr sagt also, es gibt kein Geld? Jetzt hast du's kapiert. Mein Vater hat aber gesagt... Dann hat er gelogen. Wir sollten mit dem Vogt reden. Es wäre mein Wort gegen das Wort eines Verräters im Kerker. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ich hab Hunger.
Er hat recht, oder? Na toll, hat es nicht viel gebracht. Wir brauchen einen Beweis, dass er lügt. Du bist ein Graf, handel wie einer. Ich sehe mich mal um. Behalte ihn im Auge. Ich sehe mich mal um. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, er ist halt so... Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also, dümmlich nicht, aber vielleicht einfach noch jünger und... Keine Ahnung. Riecht nach ziemlich starkem Bier, muss ein Vermögen gekostet haben. Darunter schaut ein Stück Leder hervor. Na, sieh an. Das ist zu schwer. Richard, kannst du mir bitte helfen? Vor allem, dass er da nichts zu sagt, ne, der Mönch? Wir brauchen einen Beweis, du bist ein Graf. Ach so, dann sag ich mal das. Wir brauchen einen Beweis, dass er lügt. Zum Beispiel? Vielleicht hat er kürzlich was gekauft, was ein Mönch sich nicht leisten kann. Das ist gut, Ellie. Und dann? Keine Ahnung. Wenigstens sind wir dann sicher, dass er lügt. Vielleicht können wir ihn festnageln. Vielleicht gibt er es zu, wenn wir ihn bloßstellen. Bist du sicher? Nein, aber man kann ihm ansehen, dass die Schuld an ihm nagt. Also müssen wir ihm mal wieder ein schlechtes Gewissen machen, wie bei dem Kerkermeister auch? Aber okay, ich hatte jetzt echt gehofft, dass Richard da vorne irgendwas machen kann. Ah, Moment, können wir vielleicht den Dolch? Den benutzen, um das Fass irgendwie so ein bisschen anzuhebeln? Hey! Oh. Oh, der ganze Wein. Oh, gehört das euch? Ich wusste nicht, dass ein armer Mensch sich sowas leisten kann. Ach so. Hat der sich also ein ganzes Fass Wein hier gekauft, oder was? So, gebt uns unser Geld. Man wird euch die Hände abhacken. Ihr seid dabei, eine große Sünde zu begehen. In dieser Stadt hackt man Dieben die Hände ab. So macht man's in allen Städten. Man wird sie euch abhacken. Ihr habt keinen Beweis. Das stimmt leider. Das stimmt leider. Wir werden euch verklagen. Ja. Ihr seid dabei, eine große Sünde zu begehen. Wenn wir das Geld nicht bekommen, werden wir verhungern. Dann bettelt um Almosen. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber viele Leute leben so. Wir werden euch vor Gericht bringen. Mit welcher Begründung? Ja, ich weiß, ich habe keine. Ich habe keine Begründung, ich habe keinen Beweis. Damit kommt ihr nicht durch. Damit kommt ihr nicht durch. Warum sollte euch jemand zuhören? Ihr werdet zahlen. Ihr werdet zahlen. Verpisst euch. Ihn interessiert das so gar nicht, ne? Ihn interessiert das echt so überhaupt gar nichts. Aber naja, so, gibt es denn hier sonst noch irgendetwas? Feuer. Ein offenes Feuer zum Kochen verwenden. Man kann das Fleisch noch riechen. Ach, ich hab den ganzen Tag gefroren. Ja gut, aber für Hände aufwärmen ist jetzt nicht unbedingt Zeit, meine Liebe. Nicht so wirklich. Moment, Hühnchen. Fette Hühnchen, so nah an einem Feuer. Ihr Magen knurrt. Das Ortsviertel von Winchester. Okay, das bedeutet, wir kämen auch rein theoretisch hier nicht mehr raus, ne? Feuer, müssen wir ihn vielleicht bedrohen? Also ihm das Geld geben ist ja sinnfrei, denn er hat ja noch genug. Ah, jetzt kann sie es natürlich anheben, ne? Ist ja leichter, klar. Das ist der Geldgürtel von Vater. Der Geldbeutel fehlt. Richard, ich hab's gefunden. Oh nein. Das ganze Geld ist weg. Was jetzt? Naja, jetzt haben wir wenigstens einen Beweis. Tut nicht so, als hättet ihr es nicht gesehen. Ich habe das hier unter eurem Fass gefunden. Ihr seid ein Dieb. Das Ding beweist gar nichts. Ihr scheint euch da sehr sicher zu sein. Vogt! Still, du dummes Girl. Der Vogt ist ein Bastard. Er wird alles selbst einsacken. Aber erst hackt er euch die Hände ab. Vogt, hin oder her, ihr kriegt euer Geld nie. Ellie, das führt zu nichts. Jedenfalls wissen wir jetzt, dass er nicht um Hilfe rufen will. Gebt uns das Geld. Gebt uns das Geld.
Es gehörte einem Hochverräter. Indem er es mir gab, hat er seine Schuld vor Gott bezahlt. Du bist es, der bezahlen wird, du Widerling. Ihr werdet doch keinem Kirchenmann wehtun. Na gut. Ja, und nu, was machen wir jetzt? Gute Frage. Können wir denn, finde Bartholomäus Geld, könnten wir denn jetzt wieder rausgehen? Nee, funktioniert gar nicht, ne? Funktioniert nicht, Hühnchen. Ja, was sollen wir denn noch machen? Sollen wir ihn... Woher, sollen wir ihn damit bedrohen? Jetzt gleich wieder Game Over. Ich warne euch, ich habe Freunde in der Nähe. Wenn ihr schreit, dann zeige ich ihnen den biergetränkten Geldgürtel und sage ihnen, was für ein Lügner du bist. Du würdest mir nichts antun. Richard, du bewachst die Gasse. Setz ihm das Messer an die Kehle. Ich lasse ihn auch mal was machen, sonst fühlt er sich so unnötig. Stell dich da vorne hin. Was? Warum? Mach schon, Junge. Pass auf, dass niemand kommt. Oh. Was? Du bist ein Teufel! Jetzt steche ich euch die Augen aus. Eins nach dem anderen. Erst das linke. Nein! Bitte nicht! Wo ist das Geld? Hier! Ich hab's bei mir! Geht doch! Danke, Vaters Geld. Der Priester hat einen Großteil bereits ausgegeben. Ja, bei den Huren hier. Wo ist der Rest? Weg! Was soll das heißen, weg? Ich hab's ausgegeben. Wenn ich dein Ohr für einen Penny verkaufen könnte, ich würde es dir abschneiden. Nehmen wir den Rest und verschwinden wir. Na gut. Eines Tages komme ich wieder und dann rechnen wir ab. Sie ist ganz schön hart drauf, ne? Im Gegensatz zu dem Richard ist sie schon eine krasse Nummer. Du warst wunderbar, Ellie. Der Kerl war halb tot vor Angst. Ja, jetzt komm. Vater will, dass wir zu Tante Edith gehen. So, ich würde gerne wissen, da sind wir jetzt. Kann ich in dieser Übersicht hier speichern? Spiel speichern, es würde funktionieren. Dann mache ich das jetzt, Leute. Das war's nämlich jetzt für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss.